Zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, aber aufgezeichnet, nachdem der Livestream bei einigen ab und zu Probleme und Aussetzer bereitet. Deshalb gehen wir dann lieber auf Nummer sicher, dass ihr die frisch gepressten News bekommt, genauso wie heute zum Beispiel ein A321 der Lufthansa einen Kuss bekommen hat von einem Catering-Fahrzeug, der wohl teure Folgen hat. Weiter geht es natürlich dann mit den Freunden von Delta. Die haben einen Passagier, der weniger clever war und einen Bombenalarm ausgelöst hat. Dann haben wir weiter, Ural Airlines A320 wird zerlegt. Das Flugzeug startet doch nicht aus dem Feld, etwas, was ich mir aus Aviation-Geek-Sicht gewünscht hätte. Dann Condor, die 757, wir lieben Fliegen, werden 3 Jahre früher ausgeflottet. Und wir haben als Thema, was haben wir denn noch? Singapore Airlines bringt den Krug Quebec, ein Upgrade bei den Champagnerliebhabern. Und wir haben, was haben wir denn noch? Kostenlose Payback-Punkte könnt ihr bekommen, die zu 4.000 oder 4.600 im Moment Membership Rewards-Punkten, hätte ich fast gesagt, zu Miles and More-Punkten bei Lufthansa werden. Da gibt es nämlich keine Membership Rewards-Punkte, sondern Payback-Punkte. Das alles nur um die Karte, die kostenlos ist, wenn man sie sich anschaut und beschafft. Bevor ich weitere Sprachstörungen habe, denkt ihr dran, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like dalasst, aber auch kommentiert und die Frage des Tages eventuell beachtet. Und ein Like dalasst, ganz, ganz wichtig. Ich verspreche wie immer, die Fragen zu kommentieren. Die Lufthansa, die ist in die Fußstapfen der Condor getreten. Das ist jetzt, ups, das war die falsche Kamera, so ist die Kamera richtig. In die Fußstapfen der Condor getreten, die eigentlich gar nicht so lustig sind, wenn man ehrlich ist. Bei der Condor ist das so, dass man dort ja, ein Problem hat. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal gucken, habe ich das in das falsche Ding kopiert? Dann muss ich einmal kurz hier hin kopieren. Gehen wir hier hin. Die sind weg, die sind weg, die sind weg. Ich habe die Bilder. Da ist es da? Nö. Ist es hier? Nö. Ist es hier? Da ist das Bild, und zwar das hier, das seht ihr nämlich jetzt. Da seht ihr es nämlich, da ist das Pistenfahrzeug, ich fast gesagt, das ist ein Catering-Fahrzeug, in die A321 reingefahren, hat die Maschine geküsst, da ist das Bild, und dann seht ihr, dass man dann einige Teile abgeschnitten hat, die wirklich in der Tür stecken. Und wir wissen ja alle, dass bei der Condor das zu einer monatelangen Ausfall des Flugzeugs geführt hat. Und die 350 auch noch gefühlte, was war es, 10 Wochen, 11 Wochen, also erst im April wieder fliegen kann. Jetzt Lufthansa mit dem gleichen Glück, ein 321, der aus Düsseldorf gekommen ist. Ihr wollt wissen, welche Kennung das war. Das war die Delta Alpha India Delta Golf. Ich kann natürlich für euch nochmal kurz gucken, was das für ein Flugzeug genau ist, damit ihr da dann die genauen Informationen habt, denn das Flugzeug hat folgende Leistungsdaten. Jetzt fängt er an, bei mir natürlich erstmal zu verifizieren, dass ich der bin, der ich bin, und der bin ich. Und zwar ist das Flugzeug 12,8 Jahre alt, handelt sich um ein A321-231, der den Erstflug hatte am 5. April, oder ist es der 4. Mai? Ich denke, dass das, ist das eine, je nachdem, wie man es liest, also auf jeden Fall im Frühjahr des Jahres 2011. Triebwerke sind zweimal die V2533A5 und das Flugzeug war aktiv und was gibt es noch zu sagen? 200 Sitze hat die Bude.
Also, das Flugzeug fällt wohl eher aus, der Schaden ist wohl groß. Das Catering-Fahrzeug ist da reingefahren aus Unachtsamkeit, denn das Flugzeug kam kurz aus, um 7 Uhr nach, aus Düsseldorf, rollte danach zu einer Vorfeldposition und der Frankfurter Flughafen hat halt gesagt, ja, das ist eine Unachtsamkeit eines Fahrers des Catering-Fahrzeugs gewesen, Gate Gourmet, also die arme ehemalige LSG. Verletzte gab es Gott sei Dank nicht, Löcher sind im Rumpf und das ist halt wirklich ein Problem. Bin mal gespannt, ob da auch noch andere Teile beschädigt worden sind oder ob außen nur der Rumpf erneuert werden muss oder ob es wirklich auch an der Druckkabine was passiert ist. Könnte man Glück haben, aber du weißt ja, hast Scheiße am Fuß, hast Scheiße am Fuß. Die Vorfälle sind natürlich immer wieder passiert in Frankfurt, die Condor-Maschine, dann gab es eine TUI, die so etwas hatte und der Flughafen Frankfurt hat natürlich gesagt, man würde daran arbeiten, es wird Technik eingesetzt, dass sowas nicht passiert, aber auch die Fahrer werden geschult. Schwierige Sache, wenn sowas passiert. Aber gut, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Genau die gleichen Fehler passieren auch bei den Freunden von Ural. Und zwar ist bei Ural ja der 320er nach einem, nennen wir es mal, speziellen Zufall dann im Feld gelandet. Und diese Landung sorgte natürlich für sehr viel Furore, weil es einmal fliegerisch doch schon eine Leistung ist, wenn man ehrlich ist. Aber es ist halt so, dass man dann nach der Notlandung sich entschieden hat, dass das Flugzeug starten sollte wieder. Und man hat es wieder fit gemacht, hat es dann mit einem Zaun umrandet, hat geguckt, dass die Leute nichts aus dem Flugzeug klauen und hat einen Sicherheitsdienst angestellt. Und die Romeo Alpha 73805 wird aber leider nicht mehr abheben und fliegen und das tun, wofür sie gebaut worden ist. Denn das Problem ist, dass das Flugzeug jetzt einen Ersatzteilen-Spender betätigen muss, denn alle anderen Optionen sind zu teuer geworden oder aber auch einfach unpraktikabel. Und es ist lustigerweise für Ural Air die zweite 320er, die auf diese Art und Weise das Zeitliche segnet. Denn eine Crew von Ural Airlines musste auf einem unbefestigten Gelände, das ist Acker, Grasfläche 2019 schon mal landen und der Vogelschlag, der damals der Grund war, war dann halt jetzt diesmal ein Maisfeld für den 321. Ja, das ist natürlich, damals war es ein 321, glaube ich, ne? Ne, das war ein anderes Flugzeug, das so ein 23, also so ein 3, aber dann zwei nur von Ural Air. Ja, interessante Geschichte. Ich finde es halt wirklich schade, dass die nicht starten, denn wenn sie starten können würden, machen, tun, dann wäre das natürlich interessant, die Bilder, die das sieht und was da halt für ein technischer Aufwand ist. Aber es ist wahrscheinlich wohl ohne die Hilfe von Airbus, weil die ja in Russland nicht operieren dürfen, eher ein böses Unterfangen. Bei der Condor war es auch so, dass man bei der Condor gesagt hat, ja, die sind geil, aber hoffentlich haben wir keine 757 von Boeing unter dem Popo. Und das hat man wohl auch bei Condor gehört. Und jetzt ist es so, dass man die letzten Leasingverträge, die noch bis 2028, glaube ich, laufen, dann nicht mehr wirklich nutzt in 2025. Heißt also, dann sollen die 757 raus aus der Condor und die Ferienairline hat sich so natürlich dann früher von diesen Mittelstreckenjets verabschiedet, was zu unser aller Vorteil ist, denn die Umstellung der Flotte auf die 330er und auf die 320er, also auf eine reine Airbus-Flotte, ist ja schon passiert. Und damit ist es so, dass man dort jetzt wirklich die Gründe hart abzählen kann. Man hat Flugzeuge, obwohl die eine ja von dem Catering-Fahrzeug da auf den Boden gebracht worden ist, aber es sind halt genug Flugzeuge da. Und die Kerosinkosten, der Verbrauch der 757 ist halt zu hoch im Vergleich zu den 330 Neos. Und ist auch so, dass man sehr positive Ausblicke hat und dann die Flugzeuge halt wirklich schon vorher auslaufen lassen. Die ersten sind, glaube ich, die 757, was sind das, ERs, ne? Die weggehen, das ist so. Da bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde das neue Produkt in den 330ern nicht schlecht, ich finde das gut. Und ich finde auch die neue Lackierung am Ende des Tages doch wieder geil aus Marketing-Sicht. Die haben recht gehabt und sie sind doch sympathisch. Auch hier solltet ihr unten schreiben, was ihr davon haltet. Wichtig ist an dieser Stelle für alle, die Champagner-Liebhaber sind, dass bei Singapore Airlines wieder ein Krug Cuvée zurückgekommen ist. Es ist so,
dass die Leute natürlich gesagt haben, nie wieder Singapur, wenn da der Shampoo nicht ordentlich ist. Anscheinend hat Singapur gehört, nein, das ist wohl ein Problem. Aber ihr könnt natürlich sagen, was ihr davon haltet, denn der Jahrgangsshampoo, der da gekommen ist und was jetzt angeboten wird, war wohl anscheinend da nicht so prickelnd. Deshalb seid ihr jetzt bei dem Cuvée wieder dran und es sollte auch relativ schnell wieder sein, dass wieder die Alkohol- oder die Champagnerversorgung in der First Class sichergestellt ist mit dem Krug. Ich persönlich mag den Krug nicht, aber wenn ihr das sagt, dann könnt ihr das ja auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Dafür haben wir auch die Frage des Tages, die zwei Sachen haben. Und zwar die erste Frage ist, wie wichtig ist euch Champagner an Bord eines Flugzeuges? Und die zweite Frage, und da müsst ihr wissen, dass das Thema noch kommt, deshalb wird der zweite Teil noch nicht verraten. Aber ihr könnt ja zwischendurch liken, den Kanal, Glocke anmachen, Like anmachen. Ach, ihr wisst ja, wie das geht. Wichtig ist halt, dass ihr vielleicht auch schreibt, welchen Champagner ihr mag. Ich denke mal, dass Ulrich da eine dezidierte Meinung zu hat. Ich hoffe auf dich, Ulrich. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich bin mal auch gespannt, ob ihr die Cuvée-Qualität gut findet. Ich persönlich selber bin ein Dom Perignon-Jünger oder ich mag auch gerne den Eis Imperial von Moisadon. Ansonsten den anderen Tröd und Karton, den mag ich nicht so. Da muss ich wieder ostzentrativ einatmen. Ich weiß, dass es einige nervt, aber da muss ich Luft holen. Da muss ich sagen, das kann ja nicht wahr sein. Und zwar ein Delta-Flug von Austin nach Atlanta war das. Vom Austin Bergstrom nach Atlanta Hartsfield Flughafen hat ein Dilemma gehabt. Und das Dilemma ist gewesen, dass man wegen Wetter Verspätung hat. Und dann fing die Crew an auf dem Delta-Flug 1071. Die Kabine zu klären. Und dann gab es einen Passagier, der 59 Jahre alt war, den Namen will ich euch nicht vorgehalten, Charles Kent Kubi, der dann auch verhaftet worden ist. Und zwar ist es so, dass er auf die Aufforderung einer Flugbegleiterin und eines Flugbegleiters, die sagte, ob man die Tasche wegstellen könnte, da dann gesagt hat, und jetzt festhalten, ich möchte das ordentlich zitieren, und zwar das Zitat ist Geld, eine Bombe oder eine Waffe, eine Gun, also eine Pistole. Und das war natürlich nicht cool. Und damit ist die Flugbegleiterin, der Flugbegleiter, ich weiß nicht, immer noch nicht, was war, zum Captain gegangen. Captain hat gesagt, nee, da müssen wir die Polizei holen. Und bevor der Flug dann wieder geklärt worden ist, ist es so, dass die Verspätung, die erstmal durch Wetter war, dann noch durch diese weitere Passenger Disturbance oder Passagierstörung, wie man es auf Deutsch sagen würde, weiter verspätet war. Und der Kollege ist dann nicht mehr mitgeflogen. Also man hat sich bei Delta dafür entschuldigt. Also auch hier wieder eine komplett banane Geschichte. Ich habe dafür den zweiten Teil der Frage des Tages gewidmet. Was soll man zu solchen Passagieren sagen? Also ich verstehe es einfach nicht. Es sollte auch bis zum Letzten vorgedrungen sein, dass solche Sachen keine Witze sind. Dass so etwas nicht lustig ist, dass sowas auch kein Beifall findet, um es so zu sagen. Also ich finde es schlimm und schwierig. Da seid ihr jetzt wieder gefragt. Ich werde euch die Lage des Tages am Ende nochmal vorlesen und dann könnt ihr dann nochmal was zu sagen. Wir haben die Payback-Karte und die Payback-Karte ist durchaus interessant von American Express, weil sie zwei Sachen bietet. Sie ist einmal kostenlos und auch ganz wichtig, diese Karte kann immer mit Bonus transferiert werden. Das heißt also, ihr kriegt mehr als mit der privaten Lufthansa Miles & More Karte. Der Bonus ist natürlich nicht so prickelig, aber wenn ihr keinen Status habt, ist das die günstigere Alternative. Im Moment gibt es ja, glaube ich, auch noch die 30% Aktion, dass man also anstatt eine Meile, wenn man einen Payback-Punkt umrubbelt, 30% mehr bekommt, also 1,3 und ab 4.000 Minimum Punkten. Also würde das mit dem Angebot direkt gehen und das hätte dann im Moment einen Value von 4.600. Aber denkt dran, bevor ihr die Karte umrubbelt, dass ihr auch guckt, dass eine Aktion ist, damit ihr das nicht 1:1 nur habt. Wichtig ist, es gibt von mir leider keinen Link oder sowas, weil ich weiß auch nicht, sowas mache ich gar nicht.
Ich mache ja amerikanische Kreditkarte, da gibt es wesentlich mehr Punkte und Meilen, ne? Wisst ihr ja. Ich selber habe die Karte auch nicht, aber ich wollte es nur für den einen oder anderen sagen. Aber im Moment ist es so, dass es so ist, dass man bei diesem Angebot im Moment aber einen Mindestumsatz hat. Der Mindestumsatz ist, wenn man innerhalb der ersten 2 Monate nach Kartenerhalt 500 € ausgegeben hat, kriegt man 2000 Punkte und man kriegt 2000 Punkte für den Abschluss. Heißt also, die 4000 sind nach 500 € da. Und der Deal ist halt wirklich so, dass die 400 Punkte von Payback Willkommensbonus halt für die 500 € Umsatz sind und dann immer beitragsfrei die Karte. Und natürlich, dass ihr bei Payback-Partnern doppelt punktet. Also insofern da auch nochmal ein Vorteil gegenüber der Miles & More Kreditkarte. Auch ist es so, dass man pro Jahr halt auch die erhöhten Boni hat. Normalerweise sind es halt 25%, jetzt ist es noch aus der 30% Aktion, weil man 30 Jahre geworden ist letztes Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Aktion läuft. Also nagelt mich nicht fest, aber kontrolliert, dass es die Aktion noch gibt. Ansonsten gibt es 90 Tage Rückgaberecht für On- und Offline-Einkäufe, erweiterter Käuferschutz, Zugang zu American Express Angeboten, die Offers und man kann die Payback Max Funktion für 35 € haben, dass man auch für einen Punkt nur 1 € ausgeben muss. Damit haben wir alle Themen beantwortet. Gehen wir nochmal auf die Frage des Tages ein. Und zwar, wie wichtig ist euch Champagner an Bord eines Flugzeugs? Was sollte man zu solchen Passagieren sagen? Was soll man mit solchen Passagieren tun? Da bin ich mal gespannt. Kommentiert, ich werde die Fragen beantworten später und ich hoffe und ich zähle auf euch. Ich werde jetzt einfach mal hier anfangen, Schnee zu schippen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ist wieder dunkel geworden, ihr habt ja gesehen, nee, warte, da. Feuer brennt noch. Muss ich auch nochmal gucken. Ah, Feuer brennt noch. Dass wir hier Dunkelheit jetzt haben. Es ist hier jetzt 16 Minuten nach 4. Ich werde das Ganze jetzt hochladen für euch. Ihr kriegt jetzt einen Abspann. Ich freue mich auf euch, wenn ihr Fragen, Sorgen, Essen habt. Hier geht es und der Abspann. Also bis morgen. Ciao, ciao. Thank you.